Stahl oder Mono? Wie dick muss das Fluorocarbon-Vorfach sein? Dies sind Standardfragen, die mir zum Spinnfischen auf atlantische Räuber gestellt werden. Denn nicht nur der Haifisch, der hat Zähne. Allen voran Bluefish und Barracuda können es hinsichtlich Schärfe und Kraft ihrer Beißerchen in Bezug zu ihrer Größe mit einem Hai aufnehmen. Zur Demonstration verwende ich hier einen Kopf eines Gelbmaul-Barracudas, den ich zunächst eingefroren hatte, weil ich den Kiefer präparieren wollte. Man muss also davon ausgehen, dass die Zähne durch Fang und Lagerung bereits an Schärfe verloren haben. Aber dennoch. Wie zu sehen, durchtrennen die rasiermesserscharfen Zähne mühelos 0,60er Mono. Dickere Schnur hält kaum länger stand und Durchmesser über 0,80 mm sind zu dick zum Spinnfischen. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob Hartmono, Fluorocarbon oder normales Monofil verwendet wird. Wenn die Kiefer ihre Scherwirkung im Drill entfalten können, hält auch ein feines 7x7 Stahlvorfach nicht stand. Es kommt also nur 1x7 Stahl von mindestens 0,40er Dicke in Frage, wenn man den größtmöglichen Schutz haben möchte. Generell reduziert ein Stahlvorfach jedoch die Bissrate. Doch nach Sonnenuntergang und bei zu erwartenden Barracudas, die weniger argwöhnisch sind, empfehle ich ein kurzes Vorfach aus Stahl. Aus Schaden wird man klug. Scheiße! Ein hundertprozentiger Schutz ist jedoch nicht möglich, wie man auf dem Foto sieht.